Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge der 7. Staffel hier bei State of Decay 2. Mit der Palzi. Jagdarmbrust möchte ich hier gerade noch zerlegen. Das hier ist Lindsay. Die anderen beiden sind jetzt im Krankenbett, im Seuchenbett. So, wie ist der Plan? Wird eh nur eine Mini-Session hier. Grüße gehen raus an die Rollenspielgruppe. Wir haben dieses Wochenende nämlich richtig viel Rollenspiel, aber ich habe hier jetzt irgendwie noch 2 Stunden Zeit. Von daher sollten 2 Folgen wohl noch gehen. Ich würde gerne umziehen. Dafür brauchen wir aber 5 Leute. Wir haben nur 3. Die Umherirrenden könnte man auflösen. Das wäre okay, obwohl die uns im Moment mit der Nachbarschaftswache noch gut helfen. Bei den Gründern müssen wir warten, bis die wieder freundlich sind. Die Ärzte lösen wir nicht auf. Die hier taugen eigentlich nicht, aber die haben A, keine Person, die uns wirklich hilft. Und B, eine sehr gute Position aktuell da noch, sodass ich davor zurückschrecke. Wovor ich diesmal aber nicht zurückschrecke, ist mal ein Funkkommando zu nutzen, um andere Überlebende rein zu spawnen. Hey there. Hey, what do you want? Hey, are you okay? Wie heißt die Enklave? Also wenn ich da reinzoome, dann sehe ich die nirgendwo. Also ich habe irgendwie gemacht. Ach, da unten! Oh, die haben natürlich auch wieder eine Position, die richtig übel ist. Das nervt natürlich schon wieder, dass sie ausgerechnet da gespawnt wurden. Wie viel Einfluss haben wir? Wir könnten auch sofort rekrutieren für 750. Keine Tür, aber der Wagen ist in Schuss. Von daher müssen wir da wohl mal hingucken. Lahela und die Schläger. Na, Palzi, kommst noch dran vorbei? Also wie gesagt, das Spiel. Also die Curveballs. Prinzipiell finde ich das gut, manche finde ich übertrieben, wie den aktuellen da mit den explodierenden Pest-Zombies. Und hinter uns sind auch schon wieder Pest-Zombies, das kann doch nicht wahr sein. Da haben wir jetzt einen richtigen. Oh, dass der abgefallen ist. Ja, tut mir leid, ich wollte dich nicht von vorne überfahren. Ich suche nur nach einem Weg, um ungesehen dahin zu kommen. Rechts ist irgendwo eine Horde. Thank you.
natürlich auch nicht gut, dass wir hier jetzt Bambule gemacht haben. Das sind alles Zombies, die zum Erwachen des Seuchenherzes zählen. Hallo, Lahela. Gut, dass du dich gemeldet hast. Wir sind in der Gegend, falls du handeln möchtest. Und sollten wir Probleme bekommen, würden wir dich vielleicht um Hilfe bitten. Melde dich einfach, unsere Funkgeräte sind immer an. So. 750. Was habe. Du bist einfach nur okay. Hey, you're not dead. Was hab. Go away. Oh, Still waiting for. nein! You are seriously full of shit. Oh. An der Stelle ist normalerweise der Handelsbutton und jetzt haben wir sie bedroht. A, für 150 reingespawnt. B, eine weitere feindliche Enklave auf der Karte. Das ist doch genau das, was man sich wünscht, oder? Alter Verwalter, Palti. Ja, ich bin der beste Spieler auf der Welt. Wo sind wir hier eigentlich? Hier ist ein nicht gelootetes Haus. Das mir aber im Moment relativ egal ist. Jetzt bin ich schon wieder überfordert mental, dass mir das gerade passiert ist. Lasst uns einfach hier mal eine Runde plündern gehen. Wir haben nicht mal herausgefunden, ob sie es wert gewesen wären. Na komm schon. Ja, mal eben kurz zwei Folgen aufnehmen, Palti. Klar! Aber bleiben wir positiv. Mehr Ziele für den Armbrustkiller, den ich mit Kusshand nehmen würde. Manchmal zweifle ich wirklich an mir. Und ihr wahrscheinlich auch. Tüte mit Fibersbloats. Der Geschmack, nach dem du dich sehnst und die Ballaststoffe, die du brauchst. Wir könnten noch eine Enklave spawnen lassen. Nochmal 150 ausgeben. Hilfekasten, super. Hier ist noch irgendwas da, das Regal. Ach ja. Wenn man sonst keine Probleme hat, dann macht man sich welche, ne? Freundliche Übertragung abgeschlossen. Sollten mal schauen, ob wir wieder Arbeitskraft haben. Das war die freundliche Übertragung. Hier können wir die Toilette putzen und hier haben wir nichts. Okay. Apropos nichts haben. Wir haben nichts davon, wenn wir hier weiter suchen. Denn aktuell ist der. Premises are empty. That's what I like. Ist das Inventar voll? Und jetzt werde ich etwas tun, was man niemals tun sollte. Die stecken nämlich im Kofferraum und du bist schwer. Haben wir halt keine Money mehr.
Looks like I'm empty. Müssen wir jetzt auf die Handfeuerwaffe wechseln? Erst lesen, dann klicken. Ne? Ein Gartenbuch. Das kannst du eigentlich gleich lesen. Oder ich würde es lesen, wenn das, was wir jetzt im letzten Schrank finden, nicht stackt. Denn sie ist ja unsere Gärtnerin. Let's hit the road. We're done here. Das stackt aber. Naja, gut. Selbst wenn ich den Armbrustbolzen zurückgewinnen könnte, hilft uns das auch gerade nichts, weil ich ihn nicht aufnehmen könnte. Hm. Aber keinen Rucksack, brauche also nicht. Basis anfahren. Hell yes. Wie sehen wir eigentlich aus? Wir haben Außenposten frei. Wir sollten mal, um die Medikamentenverluste zu kontern, zumindest temporär irgendwas. Beanspruchen. Das sollten wir auch tun. Drüben die Klinik ist ja frei, seitdem die Ärzte da raus sind. Einen beliebigen Tobsüchtigen, um die Quest zu lösen. Machen wir auch gleich, aber ich möchte jetzt erstmal die Klinik haben. Ich sehe doch das Elend schon. Präsenz an gepanzerten Zombies finde ich auch nicht gut. Du hattest Verstohlenheit. Das heißt schnell. Mal hier in Ruhe die Tür schließen, damit wir von da sicher sind. Der Raum ist okay. You can thank me later. I have some thoughts on how to improve this place even more. Damit haben wir jetzt die Medikamentenverluste auf 1 reduziert.
dann schauen wir uns jetzt mal das seltsame Gefühl an. Oder wir fahren erst. Können wir das eigentlich machen? Lieber zum Peddlers, aber nicht zu nah, weil da ein Koloss war. Möchte lieber von der anderen Seite. Der Bloater. Unangenehm gerade. Der Bloater ist nicht tot. So, das war der ein, der die Queste. Ich habe keine Ahnung, wo der Bloater ist und das stört mich immens. Da ist der Bloater und da ist auch der Screamer. Ach, wir haben eine Tür. Ich wollte gerade die Tür aufmachen. Ich sollte mal raus aus. Oh! Ich glaube, ich sollte rein ins Auto. Obwohl, die sind weit genug weg. Und da bist du. Now that we've taken out these infestations, the town doesn't feel quite so fucked. Okay. Die sind wieder auch freundlich jetzt. Naja, das ist ein Schritt vorwärts. Einen von ihnen dann vielleicht irgendwann rekrutieren zu können. Die sind ja nur noch zu zweit. Ich brauche hier mal Ruhe. Lass mich mal zufrieden. Kommt schnell zurück zur Basis oder irgendwo looten fahren. Hier hinten zum Beispiel. Ah, da ist auch ein Screamer. Alter. Natürlich nichts Besseres zu tun, als jetzt erst sofort zu schreien, ne? Ja, gucken wir uns den. So, was generell? Die zwei Gebäude können wir gerade looten. Die mysteriöse Übertragung ist wieder da oben, ja. Wir brauchen Verstärkung. Das ist. Ohne Verstärkung kommen wir nicht weiter. Could be worse. Ja, aber nicht viel, meine Liebe. Molly ist super. Chemikalien sind schwer, aber gut. Der Zaun ist ein bisschen hoch.
hier irgendwo einen Park, einen Parking-Spot suchen. Und dann hier die drei Container da hinten sitze zusammen. Das ist wunderbar. Es wird hell. Ich mag jetzt aber nicht anfangen mit solchen Herzen. Ich möchte erst oben in die Polizeistation rein. Denn von dort aus ist die Anfahrt kürzer. Und wir haben keine isolierten solchen Herzen mehr. Oh, shiny. Lösen also auf jeden Fall Kette aus. Nothing of use. So, komm, dann wir hier durch. Da könnten wir noch. Oh, Heuballenlager könnte sogar Futter haben. Wir könnten uns auch eine Medikamentenlieferung mal kommen lassen. Denn auf Medis waren wir, glaube ich, auch ziemlich weit runter, ja. Und wir müssen umziehen, denn wir haben, brauchen dringend ein Handelsdepot, um zum Beispiel Treibstoff ranzukriegen. Heimbringen, Medikamentenlieferung anfordern. Dackel gehört. Es war auch nur einer. Transferieren wir das Zeugs gerade. Fordern aber auch mal einen neuen Sprit an. Ja, wir brauchen einen Händler für Treibstoff, um gegebenenfalls Benzinkanister selbst herstellen zu können und halt Brandmittel. Dafür brauchen wir ein Handelsdepot, dafür brauchen wir einen großen Bauslot und den großen Bauslot gibt es nicht im Clarington House. So, Vorratslieferung für 150. Oh, da hinten ist auch schon wieder. So, wo ist das? Da. Da ist aber auch ein Dackel in der Nähe, aber da müssten wir trotzdem so hinkommen. Is back. This place actually feels like home to me. Ja, gehen wir mal runter. Das ist ja innerhalb der Schutzzone. Ne? Solche Sachen immer nach Möglichkeit zu Hause anfordern, also in der Basis, damit der Abwurf nach Möglichkeit in der Schutzzone landet. Erste, ach Gott, guckt euch das an. Das Erste Hilfekasten, drei starke Schmerzmittel. Was hat das gekostet? 150 haben wir für gezahlt, glaube ich. Ne? Allein der Packsack ist 125 wert. Erste Hilfekasten 70, gut 70, glaube ich. Und drei starke Schmerzmittel sind 102. Also das ist eine sehr, sehr gute Lieferung gewesen. Hätten genauso drei Bandagen sein können, aber... Das hier hat sich rentiert. So, dann darf sie jetzt auch wieder aufstehen.
gleich bei den Medis auch besser aus. Ich weiß gar nicht, mussten wir irgendjemand Medis mal liefern, dass wir da so weit runter waren? Vermute ich, denn ansonsten kann ich mir das nicht erklären. So. Wie angedellt bist du denn hier? If that feral tackles me, I'm toast. Immer noch Fleischwunde. I'd know that ugly mug anywhere. Nein, wir müssen. Lasst uns. Hier ist, glaube ich, schon wieder ein Infektionsherd drin. Dann fahren wir da jetzt hin. Und diesmal bin ich schlauer. Ja, denn das war. Wo sind denn unsere ganzen Mollys hin? Haben wir die alle verwendet? Ja, nimm einen Molly mit und stack die Bolzen auf. Und da wird es auch langsam eng bei den schweren Bolzen. Machen. Eratsch ist wieder fit. Wir könnten hier mal gerade vorbeifahren, schauen, was die zu handeln haben. Haben zwar noch keine Freundschaftspreise, aber Sprit würde ich auch zu einem Nicht-Freundschaftspreis kaufen. Erstmal sollen sie sich um die Zombies da kümmern. Das kriegen die bestimmt hin, die beiden. Wenn es eng wird, können wir ja mal helfen. Ja, hier rumschreien ist zum Beispiel gar nichts. Ne? Ja, ich hab's kommen sehen, das Elend. Ja, raus aus der Grütze da, Meister. Sonst wirst du deines Lebens nicht mehr froh. So, was? Mal eben kurz mit ihnen handeln, ne? Kann ich nicht mal handeln. Dann müssen wir dem da wohl helfen. Oh, hier wird's ja immer voller. Und der macht nichts. Heidewitzka, gib mir mal einen Armbrustbolzen.
Nur nicht bedrohen, das brauchen wir hier gar nicht. Oh, Handelsset kaufe ich dir ab, auch wenn es 300 kostet. Rest ist mir egal. Und dann, ihr Lieben, war es das aber auch für diese Folge, von der ich hoffe, dass sie euch gefallen hat, euch auch das nächste Mal wieder mit dabei sein lässt, was mich sehr freuen würde. Und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.